Licht aus. Spot an. Für einen Skoda, der es faustdick unter der Haube hat. Wie bitte? Die Vertreterkutsche Superb? Ist doch stinklangweilig. Nein, zumindest nicht in diesem Fall. Rothe Motorsport hat sich den großen Tschechen gehörig zur Brust genommen und ihm das graue Maus-Image ein für allemal aus dem Blech gebügelt. Und das, obwohl man bis auf eine dezente Tieferlegung und farblich angepasste OZ-19-Zöller mit XXL-Stoppern vom Audi RS6 rein äußerlich die Kirche komplett im Dorf gelassen hat. Die wahre Revolution findet nämlich unter der Haube statt. Rothe schafft Platz für einen 3,2 Liter Sechszylinder, der es dank monströsen Turbo-Umbaus auf waghalsige 515 PS und 600 Newtonmeter bringt. Und zum Glück darf so viel Dampf beim Tuner auch richtig tönen. Mitgezählt? Das waren 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Der hessisch-böhmische Ballermann geht zu jeder Zeit dermaßen nach vorne, dass einem Angst und Bange wird. Wenn der Turbo ab etwa 4000 Touren gnadenlos einschlägt, streckt sich der Superb nach vorne wie ein Gummiband mit ADS. Dank Allradantrieb und von Rothe gründlich überarbeitetem DSG steht traktionsgeladenen Beschleunigungsorgien auch wirklich nichts im Weg. Natürlich ist dieser Super-Skoda selbst mit Bilstein-Gewindefahrwerk kein Kurvenkünstler, wirkt die Lenkung immer noch ein gutes Stück zu gefühllos. Aber bei diesem Vortrieb spielt das einfach keine Rolle. Vor allem dann nicht, wenn man das Lieblingsterrain dieser Highspeed-Limousine betritt. Und das ist zweifelsfrei die Autobahn. Wenn der Tscheche aus der Turbomanufaktur Rothe auf die Tube drückt, kommt außer Porsche Turbo, Ferrari und Co. nichts mehr mit. 0 auf 200 in 13,3 Sekunden sprechen eine deutliche Sprache. Die Höchstgeschwindigkeit ebenso. Schon mal einen Skoda gesehen, der über 300 fährt? Wenn ja, dann war es mit ziemlicher Sicherheit dieser hier.